Hallo, mein Name ist Fallout, willkommen zurück. Ich sollte wieder an der gleichen Stelle sein. Ich war zu Hause, Fusionskern entfernt. Bitte was? Achso, ich habe einen 9 Grad ausgewählt. Alles klar, hab nur 12, egal. Wir sind zurück. Ich grüße euch ganz herzlich und ich habe zu Hause ganz einfach die Waffe equipped, beziehungsweise die neue Waffe ausgewählt. Wir haben eine gefunden, diese hier. I Love More habe ich sie genannt. Und ich habe noch so viel reingeballert wie geht, habe meine Powerrüstung auch repariert. Und zwar hat nämlich diese Waffe, die wir gefunden haben, I Love More, plus 25% mehr Schaden gegönnt. Wir haben so viel Muni da, die soll jetzt einiges reißen. Ich bin gespannt. Du musst meine Karte kurz auswählen. Wir wollen immer noch da unten die Brau-Scheiße auswählen. Hier ist das komische Viech. Ihr wisst noch Bescheid, welches. Es wird halt die ganze Zeit hier geschossen. Ich weiß nicht wo, aber es wird die ganze Zeit geschossen. Na, gucken wir doch mal, wo das ist. Wer schießt denn da jedes Mal? Waren wir jetzt hier schon? Waren wir hier? Was ist hier oben? Waren wir schon scheinbar. Da hängt der Popo raus. Können wir hier rein? Nee, ist abgeschlossen. Oder versperrt. Ach, hier haben wir letztes Mal das Geschütz kaputt gemacht. Ich glaube, hier waren wir schon. Oh, sehr gut. Wir müssen, oh. Sehr gut. Was liegt denn hier? Ein Steak? Leguan? Ja, ja. Schwarze Brille brauche ich nicht. Ich kann da reingehen, wenn ich möchte. Machen wir gleich. Da oben ist Action. Da hinten ist Action. Hier liegen über Leichen rum. Lalalala. Er hat keinen Kopf mehr. Schlagkriegen. Lederkombi. Ne? Bitte was? Kind des Atoms? Was? Der schießt mit irgendeiner ekligen Scheiße durch die Gegend mit Blubberblasen. Alles klar. Atom? Atomfriend? My Atomfriend, what do you mean? Kind des Atoms. Was? Kind des Atoms? Ja, gute Kopfschüsse. Ich werde radioaktiv verstrahlt gerade. Sieht das richtig? Werde ich gerade eben. Ich werde radioaktiv verstrahlt. Was? Wie viel die aushalten? What? Ich bin runtergefallen. Egal, ich muss weg. Ich muss weg. Oh, ja. Ich werde verstrahlt. Andere Waffe, welche? Sturmgewehr. Nein, wir nehmen lieber den Kandidaten hier. Down. Ich kriege keine Erfahrung, warum auch immer. Läuft. Die machen gar nicht viel Damage, aber die sind atommäßig unterwegs. Ich fall gleich wieder runter. Ja, jetzt komm her. Kind des Atoms. 16 plus für Radio. What the fuck ist das für eine Scheiße hier? Gamma-Kanone? Was? Die schießen mit Gamma-Kanonen. Schaden 220. Was? Was ist das denn für ein Scheiß? Lange braune Lumpen der. Was ist das für eine Waffe? Alter Schwede, wie krass ist das denn bitte hier? Hat er auch dabei. Gamma-Kanone. Silberschale mitgenommen. Ey, die Gamma-Kanone sieht ziemlich OP aus. Wow. Das sieht echt ziemlich OP aus, was die hier dabei haben. Meine Fresse. Die Kinder des Atoms. Die verstrahlen mich. Sehe ich überhaupt, wie radioaktiv ich verstrahlt bin? Hier in Anzug? Ne, sehe ich gar nicht. So, Kronkorken, Stimpack, nehmen wir mit. Was hat er noch sonst dabei? Das war ein Gunner übrigens. Die Rüstung ist ganz sexy, nehmen wir mit. Hier die Rüstung, warum denn nicht? Das Kampfgewehr 128, auch sehr gut. Alter, hier kommen Gegner. Die sind schon ziemlich stark. Kronkorken, Babyrasse, lange Lumpen der Kinder des Atoms. Mitgenommen. Kinder des Atoms. Okay. Ich weiß nicht, Kinder des Atoms. Es sind die Kinder des Atoms. Denken Sie daran. Die Kinder des Atoms. Oh, sehr gut. Brauchen wir Aluminium. Genau, Aluminium brauche ich. Um was zu reißen. Ich muss mal hier durchlooten noch, Leute. Scheinbar, hier bekämpfen sich alle gegenseitig. Finde ich irgendwie ganz lustig. Nehmen uns die aber weg. Aber klauen uns auch die XP. Was ist hier? Eine große Kiste. Ja, eine große Holzkiste, wo nur Müll drin ist. Na toll. Ja, dann haben wir diese Gegend erstmal hier kurz abgecheckt. Obwohl, waren ja noch nicht überall. Erstmal die Gegend, ne? Danach gehen wir gleich hier rein. Dann müssen wir rein für die Quest. Wir müssen irgend so ein Braugerät rausholen. Wie auch immer. Aber erstmal die Gegend abchecken. Was wir hier noch haben? Ja, aber nix. Nix mit X, das wäre ja wohl nix. Schade. Das ist noch was Wunderbares, Tolles, Geniales. Richtig vergenussfähig. Ist das ein Viech? Ist das ein Gegner? Wir können mal unsere Waffe ausprobieren.
Waffe entsichern. Schluss mit das Ding! What? Wie sieht der denn aus? Ein Legendärer. Er ist mutiert. Okay. Er ist mutiert. Kopf, Torso. Und ein Crit rein. Gut. Reingekrittet. Was? Messerklaue? Was war das? Alter Schwede, wie sieht der denn aus? Ah, die Waffe gefällt mir. Okay, ist auch tot. Wer hat denn gerade so viel Damage gemacht? War er das hier? Ich habe übrigens einen Laserkanone gegeben, auch mit Munition. Wo sind denn noch welche? Egal, erstmal durchlooten hier. Boah, sieht der eklig aus, Alter. Total. Total komisch. Guckt euch mal das Ding an. Yam, ich will dich essen. Ich mag die irgendwie. Was hat er gedroppt hier? Plus 25 Giftresistenz. 25 Tropfen. Achso, Resistenz ist das. Alles klar, nehmen wir nochmal. Die was Brauchbares dabei? Wir finden Sachen, Alter. Das ist unfassbar. Wo sind die denn jetzt? Ach da. Alter, die Waffe ist böse mit 25% mehr Schaden. Die ist richtig böse. Treffen ihn gerade gar nicht. What? Oh, da oben. Da oben ist einer. Alles klar. Ist der andere tot oder was? Ach, der andere wurde weggesnackt, glaube ich. Ich treffe doch halt so nicht. Hier. Sniper. Das nenne ich mal einen bestätigten Abschuss. Tot. Tschüss, mein Freund. Da regnet es Körperteile runter. Ich nehme das Kampfgewehr wieder, weil ich. Das war eine Mini-Atombombe. What? Das war Dr. Boom mit Mini-Atombombe. Da oben irgendwo. Ach du heilige Scheiße. Raider. Das war noch. Oder war das eine Mini-Atombombe? Oder ist das Ding da hochgegangen? Was war das? Was um Gottes Willen war das denn jetzt? Ist der Wagen hochgegangen oder war das eine Mini-Atombombe, like Dr. Boom? Einfach so verschwinden? Im Ernst jetzt? Ja, frage ich mich auch gerade. Wo bist du denn? Da oben irgendwo. Wie komm ich da hin? Ich weiß es doch gar nicht. Okay, das war der Truck hier. Hotel! Ein Hotel! Was haben wir hier? Überall nur Tote. Ich höre wieder Supermutanten. Okay, sind wieder Supermutanten hier unterwegs. Die hier aufgeräumt haben. Wir können ins Hotel auch reingehen. Die Frage ist, clearen wir erst alles und gehen dann ins Hotel bzw. ins andere Gebäude für die Quest? Oder clearen wir noch nicht alles und machen das später? Ich glaube, wir clearen erst alles. Die Boys, die da oben hängen? Auch, ne? Okay. Warum leben eigentlich Raider und Supermutanten nebeneinander? Total mysteriös und merkwürdig. Nichts mehr zu sehen von Ihnen. Ja, da oben sind die irgendwo. Das weiß ich wohl. Aber komme ich hier rum? Außenrum zu? Was, hier ist so eine Raider-Station und gleich daneben leben Supermutanten. Na toll. Die haben eine Fanfreundschaft, deswegen leben die miteinander. Wo sind die Supermutanten hier? Auch oben oder irgendwo anders? Supermutantis? Da auch hinten sind sie. Ich sehe schon wieder das Fleisch, was durch die Gegend hängt. Fleisch ist Anzeichen für Supermutanten. Da hängt das Fleisch doch schon wieder. Oder war ich hier schon? Hier ist ein Traktor. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Supermutanten. Wo seid ihr? Sind hier wieder Leichen, die ich looten kann? Hier hängt Fleisch. Fleischsack, oder? Doch, hier war ich hier schon? Oh, hier könnte ich schon gewesen sein. Ich habe doch gerade noch welche gehört. Supermutantis. Keine Ahnung. Wie geht das zurück? Nicht jetzt nicht ins Hotel, sondern machen die Quest erstmal zu Ende. Irgendwo waren noch Supermutanten. Leute, werden wir noch finden, kein Ding. Es ist so viel zu erleben hier. So viel tolle Sachen. Deswegen weiß ich gar nicht, wo ich zuerst gehen soll. Oh, hier ist noch ein Boot. Hier ist ein Boot. Auf den Trockenen. Kann ich hier reingehen? Irgendwie nicht. Ich bin zu fett. Ich bin allgemein zu fett. Kann passieren. Kann ich hochgehen? Komme ich dann darum zu den Raidern? Wo bin ich denn jetzt? Ja, mein Grace ist wieder runtergefallen, hat sich wieder alles gebrochen. Oh, mein Bein! Was sind das für Geräusche? Hört ihr das? Ist
Das ist der Wind, sind das Sachen, die irgendwo gegen... Das hört sich total... Oh, hört sich an wie Kakerlaken. Was ist das denn bitte? Komische, mysteriöse Geräusche. Oh. Oh, das ist McGrady. Lol. Entschuldigung. Da, ich dachte, das wäre jetzt ein Raider oder was. Was? Ist das ein Hai? Ein Wal? Ein gestrandeter Wal? Was ist denn da los? Okay, das ist so ein Walverschnitt. Ein mutierter Wal. Hier ist ein Diner. Oh, abgeschlossen. Ja, weil es Glastüren sind. Und die ja eh nicht kaputt sind, ne? Deswegen ist es abgeschlossen. Läuft. So, aufmachen die Kiste. Geschafft. Willkommen in einem wunderbaren Diner, wo dann doch ein dünner Teller ist und ein Süßkuchen. Und dieser Süßkuchen wird bestimmt noch schmecken. Vorkriegsgeld auch sehr gut. Irgendwas anderes Geiles noch hier, vielleicht ein Tresor oder so. Also, na! Oh, hier gibt's doppelt. Doppelt gemoppelte Tresen am Start. Ein Kühlschrank. Nichts drin, Kochherd. Alles scheiße, nichts hier drin. Wurde nicht belohnt, dass ich die Daniel geöffnet habe. Wurde nicht viel belohnt, schade. Lass mich durch. McGrady, verpiss dich. Dankeschön. Aber McGrady, Alter. Huren! Ist nur im Weg. Was haben wir hier? Ein paar Hütten. Oh, warum mache ich nicht die Mission, Lars? Weil ich alles erforschen will. Entschuldigung. Machen wir gleich. Hör ich Schüsse oder ist das mein... Was ist das? Zementsack. Braucht man. Vorkriegsgeld. Kleeband, Malpinsel. Schrank. Sonst nichts, McGrady. Sonst nix. Nix mit X. Hier ist noch ein Häuschen. Da, wo die Seite weggesprengt. Ich denke mal von der anderen Seite auch. Das können da rein. Oh. Ah, dieses Ding hier. Dieses Signal haben wir uns ja schon gegönnt. Brauchen wir nicht nochmal. Habe ich da gerade Kinder gehört? Habe ich da gerade Kinder gehört? Da ist ein Kind. Und blutverschmierte Krähen. Hast du da draußen was gesehen? Hast du es gesehen? Das große Auge im Wasser? Wo hast du es denn gesehen? Da drüben, hinter den ganzen Schiffswracks. Es guckt immer wieder aus dem Wasser. Hey, glaubst du, das Ding ist gefährlich? Es hat noch niemanden angegriffen. Aber vielleicht lauert es nur. Hast du noch mehr gesehen, außer dem Auge? Ach, nur ein Stielauge. Ungefähr so wie bei Insekten. Ab und zu schaut es aus dem Wasser und sieht sich um, als würde es etwas jagen. Ich wette, es sucht frische Beute, wie uns. Dann müsstest du es töten. Sein Kadaver würde hier rumliegen. Das wäre echt stark. Du willst, dass es uns angreift? Bist du verrückt, Junge? Ja, dann würde ich einen coolen Kampf sehen. Wo denn? Ich will das Auge aussehen. Wo? Das ist ein Auge? Hinter den beim Schiffswrack. Dass das irgendwie was leuchtet. Wo ist denn hier ein Auge? Sehe ich das vielleicht so sogar? Ich bin scheinbar blind. Ich sehe es nicht. Oder meint er nur, dass da oben Quatsch, ne? Glaubt er. Meint er nicht. Mal beim Frack. Vielleicht bei diesen hier mehr? Das sieht auch total komisch aus, dieses Gebäude hier. Ich versuche gerade es zu sehen. Also er steht hier und sieht es. Habt ihr es gesehen? Ich nicht. Egal. Wenn, dann ist es was Großes. Und warum ist einfach ein Junge hier? Warum lebt er hier? Was ist denn los mit dem? Ich nehme jetzt seine Sachen mit. Warum? Weil ich es kann. Wie ihn einfach alles klaue war. YOLO. Sogar sein Spielzeug und sein Plastikkürbis. Ich bin richtig fies, oder? Ich bin richtig fies. Er braucht eh nicht mehr mit ihr hier verrecken. So. Zwing mich nicht, diesen wertlosen Müll rumzuschleppen. Also die Schnauze. Ja, warum der Junge hier ist, das wissen nur wenige, aber er ist hier scheinbar. Keine Ahnung, was er hier macht. Er wohnt aber neben Raidern und den ganzen Scheiß. Ja, da gehe ich. Was ist das denn da? Da gehe ich erstmal noch nicht hin. Nicht runterfallen. Wo bin ich? Oh Gott, im Haus. Wir gehen auch später nochmal an den Hafen, weil denen ist auch noch alles was. Wir wollen erst da hinten erforschen, beziehungsweise die Mission machen.
Wir haben schon wieder zwei Gebäude stehen gelassen. Was ist hier noch? Ich muss einfach alles entdecken. Ich bin so scheiße. Eine Mission dauert bei mir 3 bis 4 Stunden. So läuft das. Oh. Das Spiel haben wir dann irgendwann 2017 durch. Ist doch gut. 2017 ist früh genug. Hier war das Boot. Steht da jemand? Nein, das ist nur eine Telefonzelle. Sah gerade so aus, als würde da jemand stehen. Oh, Kronkorkenvorrat. 15 Kronkorken hinzugefügt. Man muss sich ja alles anschauen. So, nicht laufen, nicht rennen, weil sonst verbrauchen wir zu viel von dem Zeug. Wo muss ich jetzt rein? Hier nicht. Wo bin ich? Halt, stopp, wo bin ich? Ich warte schon richtig da. Ich muss da geradeaus in das Gebäude, in das da hinten. In das. Dann gehen wir rein. Kein Ding. Für den King. Mach mal kurz. Checken wir ab. War ich hier schon? Ja, war ich schon. Lars, du warst da schon. Obwohl du da nicht warst. Nein, guck da gar nicht hin. Nein, nein, du willst da gar nicht hin. Oh, ich mag den immer noch, ne? Diesen hier. Also ich mag den richtig gerne. Den legendären. Nimm ihn jetzt mit. Ab sofort mein neuer bester Freund. Bin ich denn langsam mit dem? Der ist so fett und so schwer. Da müssen wir rein und dort müssen wir was finden? Brauereimäßig, glaube ich. Und zwar irgend so ein Brauding, um Schnaps zu brauen, damit er nicht mehr angewiesen ist bei Neighborhood-Gedöns. Ja, wissen wir Bescheid. Okay. Haben wir im Kopf noch alles. Alles klar. Psst. Ja, was gibt's? Ich will das da oben wegnehmen. Das ist meine willkommene Abwechslung. Dankeschön. Hier drin kann man sich beim Denken zuhören. Ja, doch die Schnauze, McGrady. Wenn die überall Fallen sein, Leute, also aufpassen. Die wäre denn überall Fallen sein? Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Was ist das hier? Das ist Holz. Hier. Gesehen? Ich muss aufpassen, dass McGrady irgendwo reinläuft. Irgendwie ist meine Maus gerade komisch. Ich will jetzt irgendwas zwischen. Moment. Ne, jetzt haben wir nur gebückt. Wenn es schon mal gebückt ist, dann ist nicht so geil. Oh, Aluminiumdose brauchen wir. Wir brauchen Aluminiumdosen, Leute. Wofür wir das brauchen, um meine Rüstung abzubauen. Was dafür war das? Wo? Ist ein Teddy. Scheiße, das sieht nach einem Hinterhalt aus. Was? Und schon müde. Lol, das ist ja nicht McGrady. Da kann es wieder McGrady. Oh Gott, er sieht einfach genau gleich aus. Ich muss ihn umequippen. Er sieht komplett gleich aus. Er sieht ja komplett gleich aus. Ich dachte wieder, es wäre McGrady. Oh shit. Da ist noch jemand. Wo kommen die denn alle immer her? Das gibt's doch gar nicht. Woods. Headshot. Sehr gut. Der hat eine Granate geworfen. Alter, der hat sich gerade selbst getötet. Ich glaube schon, da sind noch mehr. Okay, der ist down. Okay, jetzt müssen wir auf die Rambo. Bitte was? Wer ist das? Das ist der Kev. Der Kev, wer ist das denn? Aber der brennt, glaube ich, gern, habe ich gehört. Der Kollege. Okay, wir switchen zu unserer große Wumme. Ab geht die Party hier. Eieiei, der macht der Bitch. Wer schießt denn noch da auf mich? Da oben. Soll nachladen. So, tschüssi. Hier, frisst das! Jude! Da bin ich mal getroffen damit. Der macht Aua. Finde ich nicht gut. Nachladen. Der hat sich geheilt. Wie der aushält, ne? Unnormal. Wie viel soll ich denen noch in den Kopf reinschießen? 5 Milliarden Magazine. Dankeschön. 79 Erfahrung. Gegönnt. Was ist das?
Oh, das war's. Okay, was hast du gedroppt? Was hast du dabei? Raider-Rüstung, okay. Nur Scheiße? Das ist, glaube ich, gut gedämpft, gesteckte Raider-Rüstung. 125, auch sehr gut. Robust. Wow, das sieht gut aus. Alles mitnehmen. Kollege, Dankeschön. Dankeschön für den tollen Loot. Aber wenn ich ehrlich bin, so geil war das gar nicht. Da gibt es besseren Loot. Was hat der dabei? Patronen, auch sehr gut. Helm brauchen wir nicht. Raider-Rüstung, bla bla. Leichte Kleidung. Nö. Die spielen hier scheinbar sehr gerne Billard, wie es aussieht. Und ein Kampfmesser haben sie dabei. Ein wunderbares Kampfmesser. Kampfmesser sind allgemein immer geil. Warum? Weil es Kampfmesser sind. Ja, der war irgendwie krasser, der hier einfach mal reingelaufen ist und alles in die Luft gesprengt hat. War ein bisschen krasser. Kronkorken, Splittergranate, Rohrzange, Rest brauchen wir nicht. Okay, weiter geht's. Ich glaube, er hat einfach mal nur diese Bombe hier aktiviert, deswegen. Tipp ich mal darauf. Also, wo sie halt wieder hingehen, ne? Ich würde sagen, ich loot erstmal kurz die Scheiße hinten weg. Dass wir da anfangen. Wird nicht, dass ich hier irgendwas übersehe. Zum Beispiel eine Schachtel Zigaretten. Die darf man nicht übersehen. Wie viele Zigaretten hier liegen, ihr scheiß Raucher? Baseballhandschuh mitnehmen, warum nicht? Ethmo-Müll. Habe ich hier schon gelootet? Ne. Den habe ich schon durchgelootet, das passt. So, Billardkugeln braucht kein Mensch. Aluminiumdosen. Hier so eine Dose. Vorkriegsgeld auch sehr gerne. Mitgenommen, Mission noch was. Zigaretten, Klebeband. Alles mitnehmen. Kronkorken liegen da einzeln drum. Wieso denn nicht? Und Brustkorb und Säule oder sowas. Ne, weißt du? Wirbelsäule. Alles mitgenommen. Hier ist eine Kochstation. Hier ist ein cooler Schrank, den ich leider nicht looten darf. Okay, weiter geht's. Hier haben wir fertig gelootet. Obwohl, den Feuerlöscher brauchen wir den? Ne. Aluminiumdosen bitte, liebes Spiel. Was ist hier? Noch ein Räumchen. Ist hier noch eine Falle? Falle? Nein. Schreibtisch. Vergoldetes Sturmfeuerzeug. Terminal, gib mal wenn nicht. Hier ist eine geile Kiste mit 21 Kronkorken. Und einem Gewehr. Was? Gehärtetes? Ist das Neues? Das sieht krass aus. Ja, was ist das für ein Gewehr? Kurz abchecken. Was ist das bitte für ein Gewehr? Das sieht irgendwie total anders aus. Baseballschläger, wo ist es denn hier? Gehärtetes irgendwas. Jetzt haben wir natürlich, das haben wir auch neu. Schaden 220, Strahlungsschaden. Natürlich sehr viel. Und das Scharfschützengewehr, da. Was kann das denn so? Ist das, das sieht krass aus. Das sieht sehr krass aus. Und ich glaube, es ist auch stark. Vom Schaden her, was hat man gesagt? Wie viel Schaden hat das? 48, obwohl. Wie hat meine Sniper? Wie viel hat die? Doktor, hier, Sniper. 57. Die kann natürlich aufgewertet werden noch, die Sniper hier. Die sieht ganz geil aus. Ich denke mal, dass das Potenzial ist vorhanden. Obwohl natürlich so eine Waffe mit prozentual mehr Damage, wie zum Beispiel meine Pistole, 25% mehr Schaden, ist schon stark. Das hätte ich gerne auf dem Kampfgewehr hier. 25% mehr Schaden. Haben wir leider nicht. Egal. Ging da gerade was hoch? Ist da gerade ein Schraubenzieher auf uns zugeflogen? Hä? War hier gerade nicht gerade eine Falle oder so? Habe ich jetzt die Falle übersehen? Keine Ahnung, hier war doch irgendwas. Denk ein Schraubenzieher. Ist der gerade reingeflogen? I don't know. Mir ist aufgefallen, warum sind die Werkzeugkasten nicht mehr? Hier ist doch irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich glaube, hier war eine Falle. Ich habe es einfach nur übersehen. Egal. Oh. Ich habe den Schlüssel ja eh da. Schade. Stimpak. 140er Wert. Mitnehmen. Mitnehmen. Das sind sehr, sehr krasse Rüstungsteile, die wir schon bekommen. Gefällt mir. Obwohl natürlich wieder mit der Power-Rüstung ist alles ein bisschen zweitrangig, weil die Power-Rüstung halt sehr, sehr stark ist. Hier noch irgendwas anderes Tolles? Ne. Sind wir hier fertig? Was war mit dem hier eigentlich? Mit dem Siedler? Ah, der wurde abgeworfen. Der wurde eiskalt mit Kampfmesser abgeworfen. Deswegen hängt der da. Oh, was haben wir hier denn noch? Noch ein Räumchen. Aber wir sind scheinbar keine Gegner mehr. Oh! Spielzeugrakete brauchen wir.
Brauche Voltec-Lunchbox, da kommt was Tolles raus. Yay, Zigaretten. Brauche kein Bad, scheißegal, mitnehmen. Alter, wie verschachtelt das hier ist. Wegen Zigarettenschaden, verstehst du? Nein, Entschuldigung. So, was haben wir hier noch? Eine Cola mitgenommen. Der Rest ist Müll, Schweißerbrille. Mega-Hack. Was? Bingo. Du hast eine Ausgabe von Mega-Hack gefunden. Enthält den Source-Code zum Hacken von Scheinwerfern. Den Source-Code? Kann ich jetzt immer Scheinwerfer hacken, instant oder was? Mit diesem Mega-Hack? Läuft bei mir. Einen ganzen Sack voll sogar. Ich geb dir gleich einen ganzen Sack voll. Kochplatte. Spinnt, spinnt, spinnt. Hier ist nichts mehr. Wo führt die Tür denn hin? Ist das auch Keramik oder so ein Scheiß? Blaue Tischlampe nehme ich mit. Ah, jetzt sind wir einfach hier. Alles klar. Oh. Ah, Laborstation. Okay. Hat Aua gebart. MacReady, warum siehst du sowas nicht? Dass da eine Falle ist. Meine Fresse. Ist auch eine. Es liegt auch wieder eine Handgranate hier oben drauf. Was haben die denn hier gemacht? Die haben gerne Handgranaten oben übrigens auch auf dem Scheiß hier liegen. Also auf den Toilettentüren. Machen sie auch sehr gerne. Bauen gerne. Weißt du, willst du mal kacken gehen und was passiert? Nein, bekommst du erstmal so ein Ding ins Gesicht gesprengt. Ist nicht die feine englische Art. Drogen! Drogen! Gib mir Drogen, gib mir ganz viel Drogen. Wodka, 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 Wodka. Oh ja, Wodka. Ofenhandschuh. Ich nicht diesen wertlosen Müll rumzuschleppen. Halt doch die Schnauze. Oh, hier liegt noch Geld? Nein, schalte Zigaretten. Die haben ziemlich viele Zigaretten hier am Start. Noch eine Zigarettenkiste. Also Rauch, beziehungsweise Rauchen und Wodka und sowas haben sie viel dabei. Ich muss irgendwie hier weitergehen. Hier geht's weiter. Ob hier noch Gegner sind? Oh, nö. Doch. Waffen sicher. Ich glaube, wir haben Gesellschaft. Warum halten die alle so viel aus? Was hat die denn gerade gemacht? Wird da irgendwas entzündet scheinbar? Leuchtende Maus. Ich glaube, die verbrennen gerade alle. Igitti, gitti, gitti, git. Leuchtende Maulwurfratte. Igitti, gitti, git. Da ist ein Buddy. Die sehen ja richtig komisch aus. Okay, der hat keinen Kopf mehr, aber egal. Erstmal durchlooten. Verstrahltes Blut, Maulwurffleisch. Vorkriegsgeld. Alter Schwede. Wie sieht der aus? Oh, kann ich nicht aufheben, schade. Jetzt bin ich wieder aus der Power-Rüstung raus. Wollte ich gar nicht. Ich wollte ihn bloß aufheben. Guck, wie er aussieht, dieses komische grüne, strahlende Scheißding da. Entschuldigung. Wieder rein. Okay. Weiter geht's. Die Maulwurfsratten. Oh, hier. Können wir wieder einen Wir können endlich mal. Oh, was haben wir hier? Schlüssel zum Schrankhaus. Sehr geil. Mit einem sehr, sehr geilen Schlüsselanhänger. Gefällt mir. Hier können wir etwas hacken. Wir schauen mal kurz rein. Oder was lesen. Eins von beiden. Okay, Aufzeichnung der Experimente. Dichtung. Verdammt, das ist der dritte Satz Dichtung, der in dieser Woche geplatzt ist. Das ganze Scheißding ist wieder voll mit Maischwasser. Mit der ersten. Bla 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 bla. Okay, okay, okay. Was haben wir hier? Investor. Okay. Ich werde nicht alles hier vorlesen. Wie gesagt, ihr könnt das gerne durchlesen euch, indem ihr einfach Pause drückt und so weiter. Ach, das ist Bier-zu-Bier-Herstellung. Okay. Gesicht. Alles klar. Okay. Also könnt ihr ja durchlesen, wenn ihr möchtet. Einfach Pause drücken, dann läuft das. Benzinkanister. Mitnehmen. Terminal-Experte. Kein Ding für den King. So. Schrankhaus für diesen Charmrock. Wir werden erstmal ein paar Klammern suchen. Klammer, Klammer, Klammern, Klammer, Klammer, Klammern. Da, Klammer. Suche zurück, das ist ja toll. War eine geile Klammer.
Wir können mal tryen. Ich nehme einfach mal das. Easy. Cool. Abgeschlossen. Gebe Probe zur Abnahme durch den Techniker aus. Wie würden Sie die bereitgestellte Probe beschreiben? Was bist du? Ich bin ein modifizierter Robco Protektron. Bezeichnung Saufkumpan. Meine Mikroanlagen ermöglichen internes Brauen, Abfüllen und Ausgeben von Bier mit hoher Geschwindigkeit. Ich bin außerdem darauf programmiert, zur Unterhaltung des Kunden eine Vielzahl von Witzen zu erzählen. Sehr gut. Wie würden Sie die bereitgestellte Probe beschreiben? Kalt und erfrischend. Weißt du, wie lange ich schon kein kaltes Bier mehr hatte? Sehr gut. Anscheinend sind meine Funktionen optimal kalibriert. Sollen wir mit der Auslieferung an das Hotel Rexford beginnen? Ich kann ihn behalten. What? Was soll ich mit so einem Ding? Als Begleiter oder was? Warum will ich einen Saufkumpan als Begleiter? Wäre schon cool. Also so ein Saufding. Ich hatte immer Bier am Start. Kannst du auch andere Biersorten brauen? Mit einem Holoband, auf dem sich das Rezept befindet, sollte ich imstande sein, jedes alkoholische Getränk zu brauen. Sollen wir mit der Auslieferung an das Hotel Rexford beginnen? Wo ist das Hotel Rexford? Das Hotel Rexford befindet sich auf der State Street in der Nähe des Old State House. Der Liefertermin wurde um 210 Jahre überschritten. Oh. Sollen wir mit der Auslieferung an das Hotel Rexford beginnen? Ich brauch so ein Ding nicht, klar. Ja, sicher. Beginne Transfer zum Hotel Rexford. Ich muss dir noch folgen hier. Och Mann. Hab ich alles gelootet? Hab ich gar nicht. Da geht's nach oben. Hafenviertel. Da geht der auch lang, scheinbar. Habe ich irgendwas vergessen hier? Kurz abchecken, da oben. Ich kann da oben herlaufen oder so. Da oben ist... Ist noch irgendwas. Moment. Ein Holoband. Saufkumpane Passwort. Messinglampe. Ich glaube, das war's. Und hier unten, was ist hier noch? Nix. Das heißt, hinterher, Leute. Schnell. Er geht durch den Hafenviertel. Hinterher. Ich weiß nicht, ob er da wartet. Deswegen schnell hinterher. Ich habe Angst, dass er kaputt geht. Weil wenn er kaputt geht, geht er kaputt. Will ich nicht. Ja, wo bist du? Ja, wir müssen da lang gekommen. What? Wie ist er da hingekommen? Mich das gleich fehlgeschlagen ist wegen so einer Scheiße. Wo ist er denn jetzt? Okay, der ist da. Alles klar. Waffe ist gezogen, wir werden ihn weiterhin begleiten. Und bringen ihn mal zurück. Ich denke, das schaffen wir schon. Wir sollten alles ausgelöscht haben, was auf dem Weg ist. Also einfach zurücklaufen. Easy peasy. Gar kein Ding für den King. La 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 la. Gott, kann ich dich schieben oder du bist super langsam? Ich kann dich nicht schieben. Bleib einfach stehen, wenn ich ihn schieben will. Ich meine die Supermutanten, genau. Oh. Mitnehmen! Gibt Erfahrung! Oh, McGrady, du machst mir jedes Mal Angst. Ein Donut! Ich hätte jetzt auch gerne einen Donut. Donuts sind cools. Donuts sind cools. Genau, Donuts sind cools. Richtig cools sind Donuts. Richtig cools. Hier war ich auch noch nicht. Oder? Doch, war ich schon.
in der kleinen Hülle. Vorher noch nicht. Egal, ich würde sagen, an der Stelle beenden wir das Ganze hier und werden dann einfach beim nächsten Mal weitermachen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir freuen uns, ein Haufen Supernatural Boys reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!